Hier, Zombie, ich hab Wasser für dich. Oh. Danke. Kein Ding. Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Good Job. Zusammen mit Zombie. Beim letzten Mal haben wir das Erholungsgebiet fertiggestellt. Und jetzt gehen wir in die Forschung. Oh, löse ich mich auf, wenn ich in den lila Schleim laufe? Ich weiß es nicht. Wir sind in der Firma von unserem Vater. Wir müssen helfen. Auf allen Etagen. Wir müssen überall mal durchgehen, damit wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Und dann übernehmen wir am Ende die Firma. Und hallo, woher weißt du das? Ich nehme es einfach an. Wow. Ich ging halt einfach davon aus. Gerne den Glibber. Ich habe in meinem ganzen Leben alles bekommen, was ich wollte von meinem Vater. Wie, der schenkt mir die Firma nicht? Guck mal, Alter, ich mach sauber. Du hast gar keinen Wischer. Hey, guck mal, ich mach dreckig. Hä, hallo? Komm zurück. Nein, Zombie. Da, unser guter... Oh Gott. Ja gut, ich hab den kleinen Wischer. Wir hatten 20%, das geht doch recht schnell. Beim letzten Mal hatten wir ultra Probleme bei dem Schwimmbad. Das hat Ewigkeiten gedauert. Da haben wir bestimmt 20 Minuten. Oh, guck mal. Chemie. Chemie. Ups. Zombie. Das ist mir umgefallen. Ach, guck mal, ein Glas Glibber. Das will ich haben. Oh, mein Glibber ist ausgelaufen. Oh, fast voll Glibber. Nein, Zombie. Umkippen. Oh. Ach, guck mal. Da ist eine Glaswand. Oh. Sehr schade, wenn die weggeballert wird. Soll ich auf unsere Angestellten zielen oder auf zum... Auf Zombie. Oh, die Leiter. Irgendwie sind wir davon abgekommen, dass wir überhaupt versuchen, einen guten Job zu machen, Zombie. Ich glaube, wir müssen zu den Wurzeln zurückkehren. Guck mal, wenn ich das jetzt hier umwerfe. Ja, achso, du meinst, das Wasser macht dann deinen Glibber weg. Ja. Oh, sehr klug. Ja. Sehr... Wie das in Zeitlupe umfällt. Hey, das hat echt geklappt. Ich mach sauber. Ja, wir bringen ja die Effizienz von dieser Firma auf eine ganz neue Ebene. Aber da oben müssen, kommt ganze Zeit Glibber, Glibber aus. Ja, wir müssen den Glibber ausmachen. Oh, okay, warte, dann den großen, ich mal. Den großen nicht! Da ist Glibber drin! Ja, ich schiebe ihn doch nur. Okay. Da oben ist Kleidung drauf. Wir müssen den umwerfen, Maudado. Ich weiß nicht. Ja, guck mal, ich block's. Ich weiß nicht, Zombie. Oh, oh. Ich bin hier oben. Ich mach den Glibber aus. Schließen. Mach du mit dem Ding, was du willst. Ich versuch's, aber irgendwie habe ich's, glaube ich. Zombie, willst du unbedingt die Kleidung haben? Ja. Okay. Ich kämpfe ja gerade. Gleich fällt's runter. Warte, ich weiß, wie wir das machen. Komm. Wenn du die unbedingt willst, erfülle ich dir den Wunsch. Hol dir ein Geschoss deiner Wahl. Ein Geschoss? Ja, da steht doch eins. Ah, wir ballern einfach Vollgas dagegen. Ja. Oh, der Glibber, guck mal, da kleben die Sachen sogar drin fest. Hä? Oh. Ja, der Glibber. Wir müssen den Glibber wegmachen. Als ob. Ja, es klebt fest. Wir müssen aufräumen. Ja, okay, ich mach jetzt mal meine Aufgabe hier. Jetzt haben wir die Aufgabe! Die Aufgabe! Ich mach auch meine Aufgabe. Bleib stehen! Okay, warte, sag mal. Nein, er ist verglibbert! Er ist... Gott! Ich helfe. Was hast du getan? Ich helfe. ich dreh mal hier. Ach, guck mal, er kommt mit weniger Glibber. Ah, und du hast da sauber gemacht. Okay, dann kann ich hier jetzt feuern. Aha! Oh, als ob. Oh nein, ich bin getroffen. Weggefahren, deswegen hat man nichts gesehen. Ja doch, man hat so halb gesehen. Ja, guck mal, ein Rucksack. Ja, wir sind einfach die besten Kinder. Ich bin 35, hallo? Wie nennst du hier Kind? Ich fühle mich noch wie ein Kind. Hui! Aber hattest du mal gewohnten Boden irgendwo? Nee. Verwandte in der Schweiz, bei denen wir irgendwie zweimal waren, die hatten gewohnten Boden und ich weiß nicht warum. Ich bin da so häufig ausgerutscht. Das klingt auch nicht so geil, muss ich sagen. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das macht. Hat man... Upsi. Maudado, was machst du hier? Ich glaube, das war früher so die einzige... Was machst du? Ich versuche hier sauber zu machen. Da oben drauf. Ja, als ob. Ich hab's runtergepustet. Schnaps hier. Oh Mann, ich wollte das nicht. Ich glaube, das war früher halt die einzige Möglichkeit, den Boden irgendwie, den Holzboden zu versiegeln mit so Wachs. Ah, guck mal, ich kann auch einfach das Ding richtig benutzen. Ich muss nicht Vollgas geben. Ich kann da einfach hinfahren und es dann aktivieren. Als ob. Ich fühl mich richtig nützlich, wenn ich das so mache. Da ist noch so eine Maschine. Der hat die eingesteckt. Das ist ein Experiment. Ich habe die gerade eben ausgesteckt. Wer hat die immer wieder an. Du musst die Maschine ausstecken. Das ist der Wissenschaftler. Guck, der will die haben. So. Der ist ausgesteckt. Ja, sehr gut. Dann mache ich hier sauber so lang. Ja. Was haben wir weggemacht? Irgendwas da unten rechts war scheinbar noch. Okay. Gute Arbeit. 10 Sekunden. 10 Sekunden. 0 Sekunden und nur ein B, hä? So, da oben kommen wir erst hin, wenn wir befördert wurden. Aber dafür müssen wir noch...
bisschen verstören für unsere Angestellten. Temperaturanstieg. Guck mal, die frieren alle. Ah, ist doch gut. Im Sommer? Sowas geht in unserer Firma nicht. Wird doch gerade eh wärmer. Heize alle Räume okay, auf. Da haben wir irgendeinen coolen Schlauch. Ich hasse es zu frieren. Ich hasse es. Ich kann das verstehen. Warte, warte, warte. Komm, komm mit. Wir gehen zu dem Schlauch. Zu dem Schlauch? Ja, warte, 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 warte. Hä? Ach, das ist die Kühlflüssigkeit. Guck mal. Aber wir müssen noch erwärmen. Wir müssen nicht kühlen. Oder dann ist es die Heizflüssigkeit. Dann ist es heißes Wasser. Deswegen friert auch alles ein, was davon berührt wird. Was? Moment, was? Nee, da ist gerade. Ich will das nehmen und hier wieder ranstecken. So, und dann will ich den da nehmen und den hier ranstecken. Ich helfe. Ja. So, dann geht es in den Boiler hier rein oder wie? Es geht dann hier weiter und ist dann hier. Wo aufgeheizt werden. Dann ist wahrscheinlich. Guck mal, wahrscheinlich ist das hier zum Aufheizen da. Warte, dann mache ich mal den Schlauch da weg und dann ziehen wir den da rüber. Genau. Nee. Warte, ich guck mich mal um. Was ist das hier? Öffnen. Okay. Da kannst du es anschließen. Ja. Ah. So, dann nehme ich den mit. Und dann muss ich hier aufdrehen. Warte, ich drehe mal auf. Zack, zack, zack. Jetzt kommt die Flüssigkeit da rein. Nein, noch nicht. Und dann schließen wir das hier an. Genau. Ah, und dann schließen wir dann da an. Und das ist warm, oder? Das ist warm. Ja. Da steigt die Temperatur. Okay, okay. In den grünen Bereich. Das. Dann wärmen wir erstmal mit droppendem Wasser. Und jetzt müssen wir das irgendwie zurückleiten. Müssen wir? Es wird ja nur gerade hier gewärmt. Die Leute wollen ja warm. Ja, warte. Wir haben doch, wie viele Räume haben wir? Drei. Ja, genau. Und zwei müssen wir noch warm machen. Wir haben doch auch drei Leitungen von hier weggehen von der Heizung. Ich weiß nicht, ist es da die Heizung? Ja. Ja, warte, dann liegt da einfach Wasser rein. Da rein. Hier rein. Ach so. Ach, das sind die Heizkörper, die grünen Dinger. Ah. Ja. Okay. Genau, jetzt müssen wir noch hier irgendwie das dritte. Ich habe eine Idee. Ja. Sommel, mach die wir müssen das Glas hier kaputt machen. Und dann können wir das durch dieses Rohr da durchmachen. Das ist bestimmt die richtige Lösung. Oh, da kommt mal das Hut. Oh, Cowboy-Hut. Sehr nass. So kriegen wir Gläser kaputt. Okay, ich nehm's auch. Leute, nimm's mit, Sommel, nimm's mit. Los, mach das nochmal, Sommel, mach das nochmal. Ich schaff's nicht dahin zu laufen. Ah. Ja. Ja! Okay. Und jetzt können wir das da drüben anschließen. Oh, und zack. Mehr warmes Wasser. Mehr warmes Wasser. Und das warme Wasser können wir dann von hier da rein. Und dann brauchen wir noch ein letztes Kabel. Ich hole das letzte Kabel. Oh, ja. Gottes Willen, werden die Aufgaben schwierig. Aber wir haben es geschafft. Aha. Wenn mir ein Raum fehlt. Ach, weil wir das da oben umgesteckt haben. Sind ja eine Familie. Zack. So. Kein Ding. Endlich schön warm. Oh Mann, oh Gott, Leute. Das war echt schwieriger. Good job, 5 Sekunden. Oh, ja, der Scheibe zerbrechen war aber auch. Ja, ich weiß, es muss irgendeinen anderen Weg gegeben haben. Ja, dieses ganze linke System haben wir überhaupt nicht genutzt. Die Level muss man ja auch irgendwie machen, ohne dass man alles kaputt macht. Ja, wenn man gar nichts kaputt macht, kann man sich eigentlich auch unendlich Zeit lassen, aber. Nee. Wollen wir mal nichts kaputt machen, Zombie? Können wir? Okay. Kommt halt drauf jetzt auf die Aufgabe an, ne? Lieber Testlabor klingt auch schon so, als hätte man da mehr Spaß, wenn man Sachen kaputt macht. Hier gucken wir einfach mal. Ich glaube, hier muss man aber auch vorsichtig sein. Was ist, wenn der Glibberwürfel... Liefere einen riesigen Glibberwürfel. Oh! Heißt, wir legen den auf den Boden und wenn wir den über den Boden rutschen, wird er immer größer. Okay. Ich nehme den. Hast du Glibber studiert? Und Glibber. Alter, sagt das echt auf. Das ist halt ultra witzig. Ich muss ihn nur tragen. Ja, irgendwann ist er so groß, dass ich ihn nicht mehr tragen kann. Oh, das ist cool. Können wir nicht irgendwie einen Schlauch. Können wir den nicht da reinlegen und dann so mit Schläuchen einfach den Glibber zulegen? Oh, das wäre ultra krass. Ich muss vorsichtig sein. Oh, guck mal, der saugt die auch aus den Gläsern auf. Oder hab ich das. Nee. Doch, hast du gerade. Ach so, aber nur durch offenen Gläser. So. Warte mal, wie kommst du hier durch, ohne was kaputt zu machen? Ja, wir müssen die Sachen aus dem Weg schieben? Nee, den kann man nicht aus dem Weg schieben. Warte, ich glibber mich hier einfach durch. Nein, Zombie! Oh! Zombie! Zombie, nicht! Das glibber. Das war eine Sache ist kaputt. Ist die Tür zerstört. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Guck mal, wir können den Glimmer hier drauflegen. Und dann wird er wegkatapultiert, oder? Ja, ich glaube. Hui. Oh. Ja, hat ein bisschen Glimmer da rausgesuckt. Gesügt. Ja, wollen wir es nochmal werfen oder denkst du. Die Frage ist halt, wie riesig muss er sein? Noch größer. Ja. Oh, du kannst den Glimmer. Oh, du kannst den Glimmer flippen, Zombie. Kann ich? Du könntest. Nee, kannst du nicht.
Ja, der Glibber geht hier einfach durch alles durch. Ah, hier! Kannst du den unter mich stellen? Und ich lauf drüber? Unter dich? Ja. Der ist nicht groß, der Glibber. Und jetzt fahr ich rüber. Oh Gott! zum Hut. Was ist denn hier? Was ist denn das hier? Für eine riesige Station. Ja, wahrscheinlich eine Ultra-Clipper-Anlage. Da ist auch irgendein Ding drauf. Ah, guck mal, die Plattformen wollen unterschiedliche Gewichte. Die aktivieren nur unterschiedliche Sachen. Sobald wir genug Clipper haben. Das hier brauchen wir natürlich noch was. Okay. Wir müssen allen Clipper. Geht hier wirklich um Clipper oder kann ich alles da drauf ziehen? Ich denk mal, du musst Clipper drauf machen. So, Entschuldigung, der Herr. Ich hätte gerne Ihr Clipper. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich mache hier nichts kaputt. Bisschen Clipper, danke. Hallo? Das ist mein Clipper. So, dann holen wir noch den Clipper von da oben. Sehr gut, als ob. Sehr schön. Nix kaputt. Tommy, hast du das gesehen? Ich habe auch Clipper gebracht. Sehr gut. Ich bin ein Clipparbeiter. Clipparbeiter. Da, komm her. Oh, ist gewachsen. Okay, was war das für ein Fass? Der hat ein Glimmerding mitgegessen. Ah, jetzt raus. Immer noch nicht groß genug. Gut gemacht. Kann ich da drüber? Da hast du ein riesiger Tank. Ja, ich kann hier rüber. Guck mal, als ob. Ja, damit öffnet sich die Tür bestimmt. Zack. Oh, warte, ist das hier schon? Holen. Sorry, mit seinem Riesentank. Warte, ich hole erstmal noch den Glimmer hier. Rado? Oh, ich weiß nicht, was passiert! Ich komme zum Tank, Zombie. Ich komme zum Tank. Alter, wie soll man das hier spielen, ohne irgendwas kaputt zu machen? Ich könnte doch ja, Clippermarsch, Zombie. Clippermarsch. Ja, warte. Clippermarsch. Ich hoffe, ich werde nicht wegzerquetscht. Oh. Hilfe. Ich hoffe, der wird groß genug, der Clipper. Die Frage ist, wie kriegen wir den? Hä? Warum wächst er nicht mehr? Ich glaube, der ist Maximum. Hier durch die Tür, ne? Komm mit, Glibber, komm mit. Auf die Plattform. Bling. Und jetzt? Jetzt wissen wir, dass er groß genug ist. Ach so, da checkt man das nur. Ich glaube. Das ist ein Goldbook. Ein Goldbook? Oh, Goldbook! Ding! Oh Gott. Ich würde gerne diesen Dummy mit dem Glibber aufsaugen. Es wäre ultra cool, wenn so Sachen im Glibber drin hängen könnten. Ja. Können sie aber nicht. Hilfe. Wir haben erst 150 Sachen zerstört, obwohl wir nichts zerstören wollen. Tut mir leid, Leute. Sorry. Ja. Zieh. Natürlich. Hilfe. Let's go. Baby. Zack. Jawohl. Ich komme hier nie wieder raus. Hallo? Nein! Hilfe! Okay. Warte, müssen wir einfach mehr drücken? Der seid ein bisschen. Da, ja. Als ob. Liebige Würfel. Nein! Jetzt läuft es durch die Maschinen. Glibby ist tot. Glibby wird gerade getötet. Nein, Glibby verteilt sich über die ganze Welt und läuft sogar da aus. Oh, nice. Das schreit nach einer Beförderung. Beförderungsstufe freigeschalten. Sind wir fertig? Nee, einen Raum gibt's noch. Einen Raum gibt's jetzt. Aber jetzt geht's richtig in die Wissenschaft. Jetzt fängt die Forschung richtig an. Ich habe keine Ahnung, was diese Firma hier macht. Alles, scheinbar. Aber sie forscht auf jeden Fall, das ist ja gut. Ja, ein Glibber. Ja, für eine glibberhaftige Zukunft. Besorge das Biom mit Wasser. Oh, das ist cool. Ich hätte auch gerne so ein Gewächshaus, ne? Ja, so ein Indoor-Gewächshaus. Verbraucht halt nur unendlich viel Platz. Ja, guck mal, da wachsen kleine Pflanzen. Das sind bestimmt Tomaten. Können wir die auch mit Schleim wachsen lassen? Ja, 100 pro. So, die Frage ist, wie versorgen wir das mit Wasser am besten? Hier ist nur überall Schleim. Glibber. Ja, du machst das super machst du das. Hier vorne haben wir... Oh Gott, ist das kompliziert, Wissenschaft. Da ist Wasser in den Gläsern. Hä, hey, aber... Ich denke, die brauchen... Okay, ich bring mal ein Wasser hin. Oh, da auf dem Dach ist ein Hut. Ich hab's mit Wasser versorgt. Gut gemacht. Vielleicht ist es gar nicht Glibber, sondern einfach pinkes Wasser. Wie sonst ist hier nicht umgeleitet? Oh, ein Fontäne. So, dann geht es hier durch. Der Kolben wird dadurch betrieben und jetzt... Will gekolbt werden. Jetzt haben wir die Pflanzen mit Glibber versorgt. Ist das richtig? Das sieht irgendwie nicht richtig aus, Samuel. Steht auch noch 0 von 4. Da ist Wasser, ja. Ja, wo wir angefangen haben. Also, ja. Okay. Dann leiten wir das in den Boden und im Boden verschwinden Sachen, habe ich gelernt. Deswegen leiten wir das hier rüber. Dann haben wir hier vorne ein Kabel. Ah, guck mal, wir können auch den Kabel. Warte, wir nehmen das Schleimkabel. Ja. Ah, und das hier ist so ein Mittelauto. Also wir schließen es da an.
und dann schließt es hier an, auf der anderen Seite, genau. Ja, genau. Jetzt haben wir eins mit Wasser versorgt. Aber wo kriegen wir jetzt andere? Also da müssen wir das Wasser immer weiter verwenden. Ja. Zack. Blümchen. So, dann muss ich da die Maschine umstellen. Ja, genau. Wir müssen quasi den Glibber verdrängen. Hier muss ich den Glibber ausstellen, damit das Wasser nicht verunreinigt wird. Ich glaube, das kommt gar nicht da, aber. Dann müssen wir die Richtung wechseln, dann geht das hier rüber. Von hier aus geht es dann nach unten, heißt wir brauchen diese. Geht in alle Richtungen. Ja, wir brauchen den da und stellen wir dann da runter. Aha, und dann tue ich das Kabel. Jetzt ist es cool, sobald man weiß, wo das Wasser ist. Jetzt stecke ich das Kabel an. Ja, das haben wir irgendwie voll übersehen. Das war am Anfang war da. Ja, dreh auf, haben wir das zweite fertig. Genau. Dreh, dreh, dreh. Weißt du was, ich drehe sogar das nächste schon auf. Boah. Big Brain. So. Das hier kann man in die Richtung drehen, nach hier drüben. Oh, ups. Ah. Ja? Ja, als ob. Als ob. So, dann geht's hier rüber, da runter, dann müssen wir dazwischen das Ding. Nee, da brauchen wir ein gerades Ding. Ein gerades Ding gibt's da. Ja. Ist da. Dann wird das irgendwann hier weitergeleitet und dann brauchen wir das schiefe Ding. Das will nicht raus. Beide ziehen also, irgendwie, als ob wir das zu zweit aber das kann ja nicht sein. Wir sind stark. Ja, aber wirklich. Dann kommt das hier drüben ran. Upp, upp. Oh ja, oh ja, oh, oh, gleich oh, oh, oh. Gleich hab ich. Und dann kann man hier wieder zielen. Und zwar nach da drüben, geradeaus, glaube ich. Hat sich einfach verkehrt herum angesteckt. Ah, jetzt. Genau. So, das richtige Ende schon da. Dann brauchen wir wieder eins, was offen ist. Das hier. Oh nein. So, und das spritzt wohin? Hä, brauchen wir noch einen, der offen ist? Ja, anscheinend. Hier haben wir einen offenen mit zwei Öffnungen. Ja, aber den können wir nicht wegnehmen. Ah, doch, nee, doch. Ah, doch, den können wir austauschen. Oh, ups. Das da rausziehen ist echt schwer. Ja, ja, schwer, solange das Wasser an ist, ist es echt schwer. Warte, ich helfe dir. So. Ah, okay. Das ist eine umgeworfen. Ja, ich hab den umgeworfen, das ist nicht gut, oder? Ach, kriegen wir schon irgendwie gerichtet. Ah ja, das stellt sich einfach auf, okay. So. Alter, das war ja richtig eine elegante Drehung. Oh, zu zweit kann man das so gut steuern. Ja, nice, nice, nice. Ja. Dann geht der Kolben jetzt und links geht das Wasser weiter. Oh, wohin? Ah, ja, nach. Ich kolbe mich. Ah, da passiert gerade irgendwas. Da kommt Wasser. Ich weiß nicht woher, aber es fließt. Dann nach rechts. Oh, und jetzt kommt. Ah, jetzt kommt Wasserfontänen. Ja. Jetzt kommen die heiligen Fontänen. Mach mal den Schleim da drüben aus. Oder was? Piu, 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 piu. Water, piu, wir haben es geschafft. Piu, piu, piu. Huh. Wir sind fertig. Okay, Leute, die Forschung. Die Forschung ist echt anstrengend. Oh, aber dafür ist es schön. Wird alles schöne, grün. Schöne Pflanzen. Wird alles überwuchert sogar. Und schon wieder ein B. Ja, wir sind aber richtige B-Menschen. Ja, aber wirklich. Aber wir haben diesmal ein C in der Zerstörung. Im Geld zumindest. Okay, Leute. Dann war's das mit der Forschung. Vielleicht gibt's noch eine Folge nächstes Mal mit Manu. Und dann wird wieder zurückgewechselt zu Zombie oder so. Oha. Da schauen wir mal. Es tut mir leid. Ich habe immer noch den Kochhut auf. Das kann ja gar nicht sein. Wurde befördert. Warte, Manu gehört auch zur Familie? Klar. Okay, Leute. Ja, coole Outfits. Manu ist Teil der Familie. Beim nächsten Mal treffen wir ihn. Und zwar in der Abteilung. Hilfe! Marketing. Ich bin zurück. Produktion. Robotik. Chefetage. Hallo, ich bin noch im vierten Stock. Tschüss, Subway. Tschüss.